Ja, hallo liebe Freunde hier bei Facebook und auch dann später die Freunde bei YouTube. Ich möchte heute ein Video machen, bei dem ich jetzt lang überlegen musste und mir echt schwer getan habe, weil ich schon ein bisschen Angst habe, dass dieses Video in den falschen Hals von manchen Leuten vielleicht missverstanden wird, ja. Aber ich habe mir gedacht, doch, ich mache das Video. Weil es war doch einer der geilsten luziden Träume, einer der geilsten Träume, die ich seit langem je gehabt habe. Und davon möchte ich gerne berichten. Es gab auch eine Anfrage vom YouTuber Methode, der hat gesagt, hey, du Jürgen, komm, berichte doch mal von deinem luziden Traum, weil ich habe ihm schon mal von dem Traum erzählt. Mach doch mal ein Video drüber, weil das ist ja phänomenal. Und ja, ich habe einen lustigen luziden Traum gehabt mit historischem Setting, kann man sagen. Und ich als Historiker bin ja immer ein bisschen, wie gesagt, ja, so ein bisschen liebe ja die Geschichte und so. Und von dem her war der Traum quasi für mich wie zugeschnitten. Und vorab möchte ich sagen, was ist ein luzider Traum? Luzider Traum ist ein Traum, bei dem man bewusst ist, dass man träumt. Das heißt, ich weiß, ich träume, ich weiß auch, dass ich träume. Diese Träume sind auch gleichzeitig sehr klar. Also man kann sich an die sehr gut erinnern, man kann auch, weiß auch die Details. Ja, auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall einen Traum gehabt. Ich war plötzlich im späten Mittelalter, denke ich mal. Und zwar vor den, das muss ungefähr die Zeit gewesen sein, wo die Türken Wien belagert haben. Ich kann aber nicht genau sagen, ob es die erste türkische Belagerung war. Und Sultan Süleyman, dem Prächtigen, die war 1529. Dann gab es ja die zweite türkische Belagerung vor Wien. Die war 1683 unter dem Großvezier Kara Mustafa Pascha. Von der Kleidung her würde ich sagen, es war die erste türkische Belagerung, weil die Kleidung war spätmittelalterlich. Die zweite war ja eher in der Renaissance. Auf jeden Fall, ich war dann plötzlich in dem Traum, ja, ich sehe dann plötzlich überall ganz aufgeregt Soldaten umherrennen, gell, Pulver, Fässer wurden hin und her geschoben. Das war also, aus meiner Erinnerung war das vor der Stadtmauer von Wien, es war auch vor dem Stadttor Wiens, ja, also ich habe dann auch gesehen, wie Flüchtlinge, flüchtende Wiener, also sind in die Stadttore reingerannt, sind geflüchtet. Also die haben mal Angst gehabt vor den Türken, weil es geheißen hat, das türkische Heer ist unterwegs. Ja, und alle waren schon ganz panisch und es war nur noch eine Sache von Minuten oder Sekunden, bis das türkische Heer, also vor Wien, eingetroffen ist. Und mir war das auch dann plötzlich auch schnell klar, dass ich im Traum war. Ich habe mich dann angeschaut, ich habe dann gesehen, ich war auch in der Uniform, so eine Landsknechtsuniform habe ich angehabt. Und irgendwie war mir innerlich klar, ich habe Befehlsgewalt gehabt. Da war so inneres Wissen oder innere Stimme, hat mir das auf jeden Fall gesagt. Und dann hab ich mich so umgeschaut und habe mir gedacht, ah, Moment mal, hey, das ist ein Traum, gell? Und da war meine Überlegung folgendes, habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt zu den ganzen Leuten dahin und sage, ihr wollt mir lang verarschen, das ist ja nur ein Traum, ja? Und das ist was, was ihr niemals machen dürft. Also davor möchte ich euch warnen. Das war mir dann auch gleich klar. Weil wenn ihr das macht, wenn ihr sagt, ey, ein Traum, ey, das ist ja nur ein Traum, ihr verarscht mir bloß, dann zerstört ihr quasi den Traum. Oder das kann auch sein, dass der Traum ruckzuck vorbei ist. Es ist eigentlich der Traum, das habe ich dann irgendwie mit der Zeit gemacht, ist ein schönes Theaterstück, das aufgespielt wird. Und du kannst dann mitspielen und kannst auch Sachen daraus lernen. Und das ist ja das Geile, ja. Und da habe ich mal Bezug gehabt und habe gedacht, nee, Jürgen, Moment einmal. Du bist ja so immer auf so Mittelaltermärkte gewesen. Du kannst ja sprechen wie die Leute damals. Ihr seid gnädige Dame, my Lord und so weiter. Ich kann ja schon so reden wie die Leute damals. Da habe ich gedacht, nee, ich spiele mit. Da habe ich gesagt, da mache ich mit. Hey. Und das war also quasi wie so, wie nennt man das, Spontantheater sozusagen. Auf jeden Fall, dann bin ich hergegangen und ich habe gewusst, dass ich ein bisschen so Kommandogewalt habe. Dann habe ich gesagt, hey, zu den Leuten, habe gesagt, hey, baut mal hier eine Verteidigungslinie auf, gell, schützt mal die Tore und so weiter, habe da so Befehle gegeben. Dann habe ich gesagt, was macht ihr, wenn der Türk jetzt angreift? Was macht ihr, wenn die Akinci kommen? Also die Akinci waren ja die türkischen Reiterheere, die quasi auf dem Pferd kämpft haben, mit Säbel oder Pfeil und Bogen. Dann habe ich gesagt, so, was macht ihr, wenn jetzt die Akinci herkommt?
macht mal hier eine Verteidigungslinie und so, habe dann so Befehle erteilt und so. Und das war noch schon lustig. Ich habe mich da echt in die Rolle so richtig reingefühlt und war da auch voll drin und das hat dann auch richtig Spaß gemacht, ja. Okay, und wie gesagt, und auf jeden Fall, dann war dann immer noch so, dann ist es halt immer panischer geworden, immer mehr Leute sind hin und her gerannt und so, Flüchtlinge sind in die Stadt gerannt und so. Und die Soldaten haben dann Verteidigungslinie aufgebaut und so. Und plötzlich hat dann jemand gesagt, es kommen türkische Parlamentäre, also es kommen so, es kommt ein türkischer Botschafter und will verhandeln, ja. Okay, ob das jetzt historisch so gestimmt hat, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, es ist ja im Traum ja nicht immer alles so historisch, jetzt perfekt, läuft ja ab, es ist ja alles immer so ein bisschen konfus. Auf jeden Fall, dann kam in unser Lager so ein türkischer Botschafter in ganz prächtiger Kleidung, in so einem Kaftan, also ganz vergoldet und so und ganz stolz und so. Und ich habe dann auch durch innere Stimme gewusst, das ist ein ganz hohes Tier. Also der war irgendwie mit dem Sultan Suleiman da, also mit dem Obersten da irgendwie, also über ein paar Ecken da verwandt und war einfach ein großes Tier. Also ob das jetzt auch historisch stimmt, kann ich jetzt nicht sagen, aber so war das jetzt eben in meinem Traum. Und der Botschafter ist dann in unser Lager und wollte dann den Stadtkommandant dann sprechen, also unser oberstes quasi Befehlshaber, der für die Verteidigung Wiens zuständig war. Ich weiß auch nicht, wie der im historischen Kontext damals wirklich geheißen hat, kann ich jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall wusste ich im Traum, das war auch ein hohes Tier, war auch ein ganz hochrangiger Adliger. Und auf jeden Fall, dann ist der Botschafter hin, hat er gesagt, ja, die Wiener sollen auf, also wir sollen halt aufgeben, ja. Und wenn wir zum Islam übertreten und wie gibt's auf und so, dann wird euch nichts geschehen und bla bla bla. Auf jeden Fall, dann wurde so hin und her verhandelt, ja. Haben wir natürlich nicht gemacht, das ist ja klar. Und dann ist der türkische Botschafter wieder gegangen, ja. Und dann habe ich den beobachtet und er ist aber nicht ganz raus aus unserem Lager, sondern hat alles so rundum beobachtet, hat sich umgeschaut und so und wollte Informationen noch über das ganze Lager, über die ganze Verteidigung so aufschnappen und so. Und da bin ich hin, habe das gesehen und ich war einfach in der Rolle. Also ich war da so pflichtbewusster Kommandant und habe gesagt so, habe ich gesagt, Botschafter, was macht ihr hier? Ja, was tut ihr hier? Und der hat mich dann ganz arrogant gar nicht beachtet und so und hat sich dann weiter umgeschaut und habe gesagt, Botschafter, ihr seid ein Spion. Und dann habe ich gesagt, ihr seid verhaftet. Und dann habe ich den so am Arm genommen, ja, habe den packt und habe ihn dann zu unserem obersten Stadtkommandanten dann quasi hingeführt und habe gesagt, also Majestät, dieser Mann ist ein Spion. Er spioniert unser Lager aus. Und hat er gesagt, so, dann hat er voll sorglos dann plötzlich zu mir gesagt, was will der Türk schon spionieren, was er nicht eh schon weiß, ja. Und lasst ihn gehen, ja. Und er hat gesagt, okay, alles klar. Und dann bin ich zu dem Botschafter hingegangen und habe ich gesagt, dann Botschafter, ihr dürft gehen. Und habe ihn schon angeschaut und habe gesagt, aber ich werde euch im Auge behalten. Auf jeden Fall, das war irgendwie witzig. Da ist auf jeden Fall, ist er da gegangen, also da ist er dann, hat er sich damit umgeschaut im Lager und so. Und ich bin dann hingegangen und habe ihn dann ganz ernst angeschaut und habe gesagt, Freundchen, wenn ihr es wagt, so auf die Art. Und auf jeden Fall, dann war es so, ich hab ihn dann länger angeschaut, ganz ernst und so, und habe mir dann vorgestellt, dass auch ja nicht zu viel aufschnappt und so viel sieht, was wir da so an Verteidigung aufgebaut haben. Und auf jeden Fall, das Ende vom Geschichte war dann, das habe ich dann gewusst, er ist dann zu seinem Sultan Suleiman gegangen und der hat dann das Gleiche zu ihm gesagt, ja, dass die Türken ja eh schon alle Informationen haben und dass sie die Informationen gar nicht mehr brauchen. Also sowas war, also der End vom Lied war, dass meine Reaktion und die und das, was ich gemacht habe und das, was der Botschafter gemacht hat, im Endeffekt für die Katz war. Aber es war irgendwie so lustig, ich habe meinen Arsch abgelacht. So, und wenn jetzt jemand denkt, ja, dass der Traum irgendwie einen politischen Hintergrund hätte oder dass ich irgendwas gegen Türken hätte, dann sage ich, Leute, das ist totaler Schwachsinn. Alle Menschen sind für mich gleich, es sind alle Seelen, ja. Und diese Menschen, die damals in Wien ums Leben kommen sind, ja, egal ob das jetzt die Wiener waren oder die Türken, ja, ich sag euch eins, nachdem die gestorben sind, sind die alle in die höhere Astralebene, ja, da haben sie sich zusammengeguckt, haben Karten gespielt, ja, und haben sie den Arsch abgelacht darüber, wie blöd sie da unten in der irdischen Welt waren, wo sie aufeinander geschossen haben, ja. Das ist eigentlich das End von Lied und das war ja eigentlich die Lektion daraus. Also, wie gesagt, das war einfach nur ein lustiger Traum, es war ein Theaterstück, einfach so ein nettes Theaterstück, ja.
mit einem lustigen, ja, wie gesagt, und tollen Kontext. Und im Endeffekt, ich bin aufgewacht und habe die ganze Sache der Arsch abgelacht. Aber mich selber, dass ich so sturer, engstirniger Kommandant war, ich habe mich darüber, weil ich eigentlich das überhaupt gar nicht bin, ja. Aber da habe ich die Rolle angenommen und das war einfach das Lustige, ja. Auf jeden Fall, das war so ein luzider Traum, einfach in einem historischen Kontext, wo ich echt mal gesagt habe, das war mal ein Traum, da wo ich gedacht habe, boah, geil, das war echt geil. Ja, wenn ihr selber, es gibt mit Techniken, wie ihr luzide Träume erlernen könnt, ich würde euch mal vorschlagen, dass ihr Folgendes macht: erstmal die Traumerinnerung steigern, so würde ich es zum Beispiel machen. Also, dass, wenn ihr in der Früh aufwacht, nochmal die Augen zumachen und nochmal kurz Revue passieren, was ihr geträumt habt. Und vorm Schlafengehen auch suggerieren, immer wieder sagen: Ich werde mich an meinen Traum erinnern, ich werde mich an meinen Traum erinnern. Dann in der Früh, bevor man aufwacht, erstmal Revue passieren. Es ist wichtig, Traumerinnerung ist wichtig, weil man aus Träumen lernen kann. Es passiert nichts umsonst. Träume sind eben nicht Schäume, sondern sie wollen einem auch was zeigen, sie wollen einem auch was lernen. Ja? Von dem her. Ja, es gibt auch dann Techniken, wie man den Luzid macht. Also man kann auch dann, man muss sich dann halt immer jetzt zum Beispiel unter Tag bewusst sein, dass man jetzt nicht träumt, wenn man sich dann immer wieder sagt, ist auch die Chance größer, dass man luzide Träume erreicht. Zu luzide Träume gibt es super Videos von Marco Hümer. Ja? Kann jetzt mal wieder ein bisschen Werbung machen für Marco Hümer. Guckt euch die Videos von Marco Hümer an. Da können Sie wirklich viel lernen über luzide Träume. Auf jeden Fall, das war mein luzider Traum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt es mir bei YouTube einen Daumen hoch. Also ich mache es jetzt so, ich lade das Video jetzt dann hoch auf YouTube. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern. Bitte unterstützt meinen Kanal, gebt es mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Ja, und also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich sagen, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.